WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 18. Oktober 1920. Der Geburtstag der griechischen Schauspielerin und Politikerin Melina Mercouri. Ein Nachmittag im Hafen von Piräus. Die Kamera fliegt über die Docks, zeigt verschiedene Männer bei der Arbeit. Dann bleibt sie auf einer jungen Frau hängen, die zum Hafenbecken läuft. Unterwegs knöpft die Schöne ihre Bluse auf, wirft die Sandalen von sich, lässt den Rock fallen und hüpft schließlich lachend ins Wasser. Ja, du! Die meisten Arbeiter zögern nicht lange, johlend springen sie hinterher. Zwei beobachten das Treiben vom Kai aus. Pop, Mama, du hast wirklich Glück. Kaum bist du hier und schon siehst du eine von unseren Sehenswürdigkeiten. Wer ist das Mädchen? Die macht's mit allen. Aber die müssen ihr gefallen, es kommt ihr nämlich nicht aufs Geld an. Schon springt auch der Neue ins Wasser. Der hinreißenden Ilja kann einfach keiner widerstehen. Selten hat ein Film seine Hauptdarstellerin so gefeiert. In Sonntags nie dreht sich alles um Melina. Als lebenslustige Hafenhure betört sie nicht nur die Männer von Piräus, sie verzaubert auch die Zuschauer im Kino. Etwa wenn sie sich lasziv auf dem Bett räkelt und ihr Sehnsuchtslied vom Hafen singt. Mit Sonntags nie steigt Melina Mercouri 1960 zum Weltstar auf. Die blonde Griechin ist auch privat von so mitreißender Lebensfreude, dass sie selbst Staatsmännern die Sinne verwirrt. Wo immer sie auftaucht, fließt der Schnaps in Strömen, zerdeppert man Gläser oder Geschirr und tanzt auf den Scherben. 1967 zeigt die Diva der Welt jedoch ein anderes Gesicht. We are slaves of this evil Hunda. Please, don't forget Greece. Nach dem Militärputsch in Griechenland wird Melina Mercouri zur erbitterten Widerstandskämpferin. Sie ruft zum Boykott der Junta auf und singt auf Konzerten die Lieder des verbotenen Komponisten Mikis Theodorakis. Ihre Landsleute feiern die Schauspielerin und spätere Kulturministerin bis heute als Nationalheldin. Das ist so eine Kultfigur, die Melina Mercouri ist eine Kultfigur. Auch junge Leute kennen ihren Namen und verbinden das natürlich mit dem Leidenschaft. Die könnte feiern, die könnte die Masse bewegen. Also die war wirklich eine sensationelle Frau. Der in Deutschland lebende griechische Autor Michalis Patentalis. Melina ist für ihn eine der herausragendsten Persönlichkeiten seines Landes. Die war durch und durch eine leidenschaftliche Griechin, die mit Pathos über die Rechte Griechenlands oder über die Kultur Griechenlands richtig gekämpft hat. Also die Musen sind nicht sieben, sondern irgendwann sind die acht geworden und eine von denen war Melina Mercouri. Die Muse Griechenlands wird am 18. Oktober 1920 in Athen geboren. Sie stammt aus einer der einflussreichsten Politikerfamilien des Landes. Ihr Großvater Spiros, bei dem sie nach der Trennung der Eltern aufwächst, ist sogar 30 Jahre lang Bürgermeister der griechischen Hauptstadt. Meine Kindheit war voller Freuden. Großvater beschützte mich. Er nahm mich überall hin mit. Ich war sein Liebling. Und der Liebling des Lieblingssohnes von Athen zu sein, war eitel Wonne. Melina ist ein eigenwilliges Kind, mit großem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Die Schule verabscheut sie. Ihre Abschlussprüfung, so schreibt sie, habe sie nur bestanden, weil die Leibwächter des Großvaters den Lehrer mit der Pistole bedroht hätten. Das hübsche Mädchen will schon früh Schauspielerin werden, doch die Familie ist dagegen. Kurzerhand brennt die 19-Jährige mit einem Geschäftsmann durch, der sie heiratet und ihr die Schauspielausbildung finanziert. Αγάπη που γίνε δικοπό μαχαίρι. Während sich Melina am Theater schnell durchsetzen kann, hat sie bei Filmcastings zunächst wenig Glück. Erst 1955 erscheint sie auf der Leinwand, als Stella in dem gleichnamigen Film von Michael Kakoyannis. Sie spielt eine junge Frau, die lieber stirbt, als ihre Freiheit aufzugeben. Eine Paraderolle für die emanzipierteste Frau Griechenlands. Melina trägt den Film allein durch ihre Ausstrahlung. Wir haben so wenig Geld zur Verfügung
und so primitive technische Mittel, dass unser Kapital eigentlich so aus unserer Begeisterung und die Liebe zu Griechenland bestanden hat. Die Begeisterung zahlt sich aus. Stella wird zu den Filmfestspielen in Cannes eingeladen. Dort bekommt Melina zwar nicht den erhofften Preis als beste Darstellerin, worüber sie bittere Tränen vergießt, doch dafür begegnet sie dem Mann ihres Lebens, Jules Dassin. Ich sah sie zum ersten Mal in dem Film Stella. Was für eine Schauspielerin. Ich war völlig begeistert, sprang über die Sitze und wollte ihr gratulieren. Es war Liebe auf einen und einen halben Blick. Der Regisseur, ein Amerikaner mit russisch-jüdischen Wurzeln, ist in Hollywood auf die schwarze Liste geraten und deshalb nach Frankreich emigriert. In Cannes hat er gerade einen Preis für seinen Gangsterfilm Rififi erhalten. Dassin ist entzückt von der jungen Wilden aus Athen, die gleich beim ersten Festivalauftritt für einen Eklat sorgt, weil sie die Jurymitglieder zu hemmungslosem Alkoholkonsum verführt haben soll. Sie war sehr ausdrucksstark. Man wusste sofort, was sie dachte. Sie zeigte immer ihre Gefühle. Er gibt Melina eine Rolle in seinem Politdrama Der Mann, der sterben muss. Der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich nicht als Schauspielerin gefühlt. Ich vergaß bei den Aufnahmen, dass ich Schauspielerin bin. Während des Drehs werden Melina und Dassin zum Paar. Ein Skandal, weil beide noch verheiratet sind und der Regisseur sogar drei Kinder hat. Das nächste Drehbuch schreibt er speziell für sie. Sonntags nie ist eine Liebeserklärung an Melina und an Griechenland, das im Film genauso unwiderstehlich wirkt wie die temperamentvolle Ilja. Dassin selbst übernimmt die Rolle des Amerikaners, der vergeblich versucht, die Dirne auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Are you happy? I am happy. You like your life? I like my life. You like your work? I like my work. Ich bin ein Mädchen von Piräus. Und wenn eines Tages mein Herz sich mal verliert, dann muss es einer sein von Hafen. Nur so ein Burschen wünsch ich fürs Leben mir. Die Rolle der Ilja und das Lied machen die 40-jährige weltberühmt. Sie wird für den Oscar nominiert und erhält den Darstellerpreis in Cannes. Ich war sehr glücklich. Das war ein großer Moment in meinem Leben in Cannes, als wir gewonnen haben. In den nächsten Jahren dreht sie fast nur noch mit Dassin. Etwa die griechische Passion oder die Gaunerkomödie Topkapi. Im Drama Phaedra spielt sie an der Seite von Anthony Perkins, die Gattin eines Reeders, die sich unsterblich in ihren Stiefsohn verliebt. Im Frühjahr 1967 halten sich Melina Mercouri und Jules Dassin, inzwischen verheiratet, in New York auf. Sie produzieren für den Broadway eine Musical-Fassung von Sonntags nie. Als Ilja Darling betört die inzwischen 47-Jährige auch die Amerikaner. Während Melina auf der Bühne gefeiert wird, geht in Griechenland die Sonne unter. Am 21. April reißt eine Militärjunta die Macht an sich. Es ist das Ende der Demokratie. Die Obristen richten Konzentrationslager und Folterkeller ein, verhängen Ausgangssperren, zensieren die Presse. Die Schauspielerin ist entsetzt und ruft sofort zum Boykott der Junta auf. Als der neue Innenminister ihr daraufhin die Staatsbürgerschaft entzieht, erklärt sie in New York: Ich bin als Griechin geboren und werde als Griechin sterben. Herr Patakos ist als Faschist geboren und wird als Faschist sterben. 7 Jahre hält sich die Militärdiktatur in Griechenland. In dieser Zeit verwandelt sich die fröhliche Diva in eine politische Aktivistin. Melina riskiert sogar ihr Leben. Immer wieder erhält sie Morddrohungen. 1969 wird in letzter Minute eine Bombe unter ihrem Rednerpult entdeckt. Doch all das kann sie nicht aufhalten. Boykott der Junta! Boykottiert die Junta! Isoliert die Junta! Macht sie fertig! Demokratia! Demokratia! Ihr Kampf gegen die Obristen ist nicht der einer kühlen Politikerin. Mit Pathos, Inbrunst und emotionaler Wucht trägt sie ihr Anliegen vor. Und immer wieder singt sie die Lieder von Theodorakis. Zorba, topikrostrati, Zorba, chitrino kerry.
Melina kann es kaum ertragen, so viele Jahre nicht mehr in ihre Heimat zu dürfen. Du hast die anderen Griechen um dich, die Spanier und Portugiesen. Wir sind wie eine große Familie. Aber es ist trotzdem sehr, sehr traurig, im Exil leben zu müssen. Als sie 1974 nach dem Zusammenbruch der Diktatur endlich nach Griechenland zurückkehren kann, ist sie überglücklich. Happy Birthday to Democracy! Melina Mercouri will nicht länger nur als Schauspielerin arbeiten. Sie schließt sich der von Andreas Papandreou gegründeten PASOK an. 1977 wird sie Abgeordnete, obwohl sie weiß, dass die Arbeit im Parlament ungleich mühsamer ist als ihr Einsatz gegen die Junta. Du kannst radikaler und offener kämpfen und brauchst nicht so viel Background. Wenn du blond bist und ein bisschen bekannt, es war einfacher für mich. Nun, ich musste viel lernen. Eine Abgeordnete zu sein, eine sozialistische Abgeordnete, ist eine sehr schwierige Arbeit. 1981 wird Melina Kulturministerin. Sie ist auch im Kabinett der Star, eine Diva, die ihre Kollegen auf dem internationalen Parkett schon mal aus der Fassung bringt. Der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher schwärmte: Ich habe selten Menschen getroffen, von denen eine solche Faszination ausging, die Menschen so sehr begeistern konnten, Menschen gewinnen konnten. Und sie war von einer unglaublichen Herzlichkeit und Offenheit und Freundlichkeit. Sie gehört für mich zu den unvergesslichen Persönlichkeiten, denen ich in meiner Amtszeit begegnen durfte. Doch auch die einfachen Leute vergöttern sie, wie der Schriftsteller Michaelis Patentalis erzählt. Melina Mercouri war nicht unbedingt die große Politikerin, aber die war volksnah. Die war unsere Melina. Die war niemals die Kulturministerin. Die Leute haben wirklich sie mit dem Vornamen gesprochen. Ihre grandiosen Auftritte können allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass in ihrem Ministerium häufig Chaos herrscht. Kritiker werfen ihr Populismus und Konzeptlosigkeit vor. Andererseits kümmert sie sich intensiv um den Schutz der antiken Kulturschätze, kämpft darum, die Marmorfiguren des Parthenon-Tempels aus London zurückzubekommen, organisiert Festivals und Ausstellungen auch außerhalb von Athen. Und das, was die auch noch geschafft hat, sie hatte die Idee, unsere Insel zu retten, die Architektur von unserer Insel. Melina Mercouri ist diejenige, die gesagt hat, in unserer Insel wird so gebaut, wie traditionell sozusagen. Das ist beibehalten bis heute. Das hat sie wirklich geschafft. Die Einführung der Kulturhauptstadt Europas geht ebenfalls auf ihre Initiative zurück. Doch das Amt zehrt an ihr, wie ihr Mann Jules Dassin erzählt hat. Sie arbeitet sehr hart. Sie arbeitete sehr viel, war auch müde und traurig. Abends, wenn sie sich ein wenig ausruhte, sagte sie zu mir, ich wünschte, ich wäre stärker, ich wünschte, ich wüsste mehr, ich wünschte, ich wünschte. Aber in der Öffentlichkeit zeigte sie sich immer stark und resolut. Als Papandreou 1990 über diverse Skandale stürzt, muss auch Melina gehen. Inzwischen ist sie schwer krank. Die Kettenraucherin hat Lungenkrebs. Den erneuten Wahlsieg der Sozialisten überlebt sie nur um wenige Monate. Am 6. März 1994 stirbt die 73-Jährige nach einer Operation in New York. Ganz Griechenland trauert. In der Nacht vor dem pompösen Begräbnis feiern Tausende ihre Melina noch einmal so, wie sie es selbst am liebsten gehabt hätte. Vor der Trauerhalle tanzen sie und singen bis zum Morgengrauen ihre Lieder. Όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Melina Mercouri, die heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Astrophysiker und Nobelpreisträger Subramanian Chandrasekhar. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.